InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Alljährlich schreibt die Wirtschaftskammer Oberösterreich, die TMG und die Raiffeisen Landesbank gemeinsam mit weiteren Unternehmen und Partnern einen Schulprojektwettbewerb aus. Innovation und Wirtschaft in Oberösterreich ist der Titel des Bewerbes. Auch in diesem Jahr wurden an die 120 Projekte aus berufsbildenden höheren Schulen in ganz Oberösterreich eingereicht. Die Preisverleihung fand dieser Tage im Veranstaltungszentrum der Raiffeisen Landesbank in Linz statt. Wir haben diesen Wettbewerb sehr gerne unterstützt, weil wir davon ausgehen, dass man die Jugend, die heute ein unglaubliches Potenzial aufweist, wirklich fordern kann, um sie gleichzeitig damit zu fördern. Die Jugend hat heute unglaublich viele Chancen, wahrscheinlich mehr denn je, aber sie versteht es auch, diese Chancen zu nützen. Und wenn man heute hier die Preisträger beobachtet hat, wenn man ihre Projekte sich darlegen hat lassen, ist man ganz fasziniert, was die Jugend heute hier zusammenbringt. Hier wird Hirnschmalz sichtbar gemacht. Ein Zitat aus den zahlreichen Statements. Ich wollte damit sagen, dass in unserer Jugend wirklich sehr viele innovative Geister schlummern. Wichtig ist es, glaube ich, diese Geister auch aufzuwecken. Und wenn nicht die Jugend, wer sonst ist hier besonders dynamisch und besonders engagiert. Und wenn wir mit unseren Netzwerken, wenn in unseren Schulen diese Geister entsprechend gerufen werden, dann werden wir sie, so hoffe ich, nicht mehr los. Michael Aigner, ein Maturant der HTL Ried, wurde für sein Projekt Wendevorrichtung für Dachfertigungspanelen in der Kategorie Elektrotechnik und Maschinenbau ausgezeichnet. Seine Erfindung wird bereits in der Praxis eingesetzt. Ich habe heute hier für meine Diplomarbeit, die ich bereits im letzten oder mit Ende des letzten Schuljahres begonnen habe, hier einen Preis von der österreichischen Wirtschaft erhalten. Stolz auf seinen Schüler ist auch sein Lehrer und Projektleiter. Gerade so ein Preis zeigt uns ja, was für Innovationskraft und eigentlich was für geistige Sprengkraft in so jungen Menschen drinnen steckt. Und das macht mich richtig stolz, an so einer innovativen Schule HTL Ried auch beschäftigt zu sein. Die HAK Ried durfte ebenfalls einen Preis entgegennehmen. Mit der Besucherstromanalyse der SV Josko Fenster Ried, gemacht von mir, von Elisabeth Eichinger, Anna Koller und von Pia Schachel. Eigeninitiative von Schülern ist immer gefordert. Die Schüler arbeiten sehr selbstständig. Sie brauchen natürlich auch Unterstützung, zum Beispiel Hilfe bei der Auswertung, mit welchen Programmen sollen sie die Auswertung durchführen und sonstige Fragen, für die man immer zur Verfügung steht. Mit 6 Preisen rangiert die HTL Braunau ganz oben auf der Liste der ausgezeichneten Projekte. Es geht so, dass bei uns in unserer Schule sehr viel Freiraum herrscht und dieser Freiraum wird von den Lehrerinnen und Lehrern und vor allem von den Schülerinnen und Schülern sehr genutzt. Sie arbeiten in ihrer Freizeit mit einer Begeisterung, die wirklich ganz erstaunlich ist. Was empfiehlt nun ein Professor einem Schüler, der bereits vor der Matura schon einen Preis in der Tasche hat? Lernen, lernen, lernen. Und was macht der Schüler? Im Wesentlichen werde ich nach der Matura erstmal in die Wirtschaft gehen, um Erfahrung zu sammeln. Was dann im Weiteren noch folgt, weiß ich noch nicht. Die Wirtschaft wird sich freuen, auf diesen jungen Mann nicht mehr lange warten zu müssen.